Und willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls Oblivion. Letztes Mal haben wir es geschafft, unsere letzte Empfehlung für die geheime Universität zu bekommen. Und nun... genau... müssen wir mit Raminus Polos reden. Ich muss gerade erstmal gucken. Da um die Ecke ist der Stall. Warte mal, jetzt mal kurz was anderes. Okay. Ja, ist okay. Die Charisma-Reduzierung kriegen wir ja irgendwie nicht weg. Keine Ahnung, was oder warum das reduziert wird. Die ganze Zeit. Keinen Plan. So, du bringst uns weg. Genau, Travel Imperial City. Yo. Ich bin schon sehr gespannt. Ich bin echt gespannt. Aber ist auch schön. Jetzt müssen wir hoffentlich nicht mehr so viel hin und her reisen. Denn für die Empfehlung mussten wir ja echt alle Städte abklappern. Ja, komm, wir laufen hier lang. Ich glaube, unsere Akrobatik ist auch schon ganz gut gesteigert. So wie der hüpft hier. Da unten ist der... Es sieht so ein bisschen schäbig aus. Auf jeden Fall ist da die geheime Uni. Im Nebel liegt sie vor uns. Und ich hätte gerne ein Thumbnail gemacht. Wie geht es euch heute? Ausgezeichnet! Und dir? Mach ich halt so ein Thumbnail. Geht ja auch. Hier so. Wie kann ich... Romulus Populus, da ist er. Seid gegrüßt. Oder ich mache hier ein Thumbnail. Vielleicht mache ich das. Hallo Schüler, ihr scheint endlich alle erforderlichen Empfehlungen zu haben. Ja, die habe ich wohl. Ich habe Empfehlungen von allen örtlichen Gildenhallen in Cyrodiil erhalten. Ihr habt euch gut gemacht. Ihr dürft jetzt an die Universität gehen. Oh, wie schön. Als vollwertiges Mitglied der Magiergilde erhebe ich euch jetzt in den Rang eines Lehrlings und verleihe euch das entsprechende Gewand. Probiert es einmal an, dann unterhalten wir uns darüber, was jetzt für euch ansteht. Ach, ich will kein Magiergewand anlegen. Echt nicht. Muss ich das tun? Willst du das wirklich? Lehrlingsgewand. Geht das auch ohne? Endlich kommen wir zur richtigen Arbeit. Ihr habt zweifellos einige der Schattenseiten der Gilde gesehen. Auch wenn wir höchste Anforderungen an unsere Magier stellen, sind sie doch nur menschlich. Jetzt werdet ihr hoffentlich erleben, dass die Gilde zwar uneins und ausgenutzt sein kann, aber auch zu wundervollen Taten in der Lage ist. Jetzt habt ihr eine Gelegenheit, bedeutendere Aufgaben zu erfüllen und in der Gilde voranzukommen. Na, dann schieß mal los. Was sind denn das für tolle Aufgaben? Bevor ihr mit der Arbeit für die Gilde beginnen könnt, braucht ihr noch etwas. Und was? Jeder Magier hat einen Stab. Er wird von der Gilde hergestellt und verzaubert und ist ein Statussymbol. Ihr benötigt einen solchen Stab. Na, das wird ja der beste Stab aller Zeiten werden. Das Holz, das für die Stäbe verwendet wird, kommt aus einem Wäldchen nordöstlich der Kaiserstadt, nahe der Quellhöhle. Mehrere Magier hegen diesen Hain und sollten euch helfen können. Sprecht entweder mit Zarascha oder mit Eletta, wenn ihr dorthin kommt. Und wählt weise.
Alles klar. Ihr seid noch nicht für eine höhere Würde in der Gilde bereit. Och, wie schade. Ihr sollt bald einen echten Magierstab erhalten. Komm, ich zeig dir mal einen echten Magierstab. Ah, ihr müsst die neueste Errungenschaft der geheimen Universität sein. Ah, ja, bin ich. Okay. Wo ist denn das kleine Wäldchen da unten bei der Quellhöhle? Könnten wir natürlich jetzt einfach schnell reisen, aber nee. Eine Kampfmagier heißt euch willkommen. Es ist verlockend. Aber ich muss widerstehen. So, das ist also hier die geheime Uni. Magische Archive. Praxographical Center. Keine Ahnung, was das ist. Ihr habt Hände wie ein Schmied. Ihr müsst wohl eure Ausbildung. Wie geht's? Er hat dieselbe schicke Frisur wie Modrin. Gut, jetzt aber raus hier. Und dann holen wir uns mal die Tools für unseren Zauberstab. Speichern. Ich schau mal gerade. Okay. Blocken und Schütze. Dann nehmen wir doch lieber mal den Bogen. Die Abwasserkanäle. Und die Schlammkrabben. Die Mistviecher. Ja, das gute Wasser. Jetzt müssten wir hier nur irgendwie rauskommen, ne? Okay. Wir müssten noch weiter schwimmen. Nilwurz! Schon ewig nicht mehr gesehen. Ach, da sind wir. Quellhöhle. Nun gut. Dann wollen wir doch mal gucken. Im Wellspring Cave. Ich habe die Quellhöhle erreicht. Ich sollte mit Elet oder Zarashra sprechen. Zarascha. Das ist aber nicht Elit. Und auch kein Zarascha. Zarascha! Nein! Ich habe Zarascha gefunden. Sie ist tot. Ich sollte untersuchen, was ihr widerfahren ist. Quellhöhle Schlüssel. Das nehmen wir mal an uns. Urkunde der Magiergilde. Wir gehen einfach mal weiter runter. Nehmen natürlich die Steinpilze mit, die hier überall wachsen. So, die Elette muss ja hier vermutlich auch irgendwo noch sein. Hallo? Das war doof. Das war doof. Hey. Ach, scheiße.
Sagt der Richtige. Meinst du, kannst flüchten oder was? Das Ganze vergessen. Ist das Illett oder ist das jemand Böses? Ich glaube, es ist jemand Böses. Da flüchtet sie einfach. Gewand der Verteidigung. Nehmen wir mit. Mehr Pilze. Juhu. Give it to me. Leckere Steinpilze. Die wir zu noch besseren und leckeren Tränken verarbeiten können. Da lang oder da drüben? Ich glaube, wir gehen erstmal drüben lang. Zu den Waffen! Zu den Waffen! Zu den Waffen! Kommt da, Totenbeschwörer! Gut, hier oben geht's wieder raus. Zum Hafenviertel. Dann müssen wir da drüben doch kurz schwimmen. Ich hoffe nur, dass es da nicht dunkel wird jetzt. Glück gehabt. Da haben wir Glück gehabt. Was bringt das? Hätte ich vielleicht ins Hafenviertel gehen sollen durch die Tür? Denn hier gibt es ja nicht so wirklich viel. Ich gucke mal. Kurz heilen. So, das können wir nicht öffnen. Was haben wir denn hier? Noch ein Spielzeug? Ihr werdet für mich tanzen, oh ja. Ich werde eure Leiche tanzen und sich dann selbst zerreißen lassen. Ich glaube wohl nicht, dass du das mit uns tun wirst. Oh nein, Illetta. Ich habe Illetta gefunden. Sie ist tot. Ich sollte herausfinden, was ihr zugestoßen ist. Waren es nur zwei? Da oben ist noch einer. Tut euer Sch. Blocken. Die Totenbeschwörer, die mir aufgelauert haben, wurden geschlagen. Ich muss Holz für einen Stab besorgen und dann zurück zu Raminus Polus. Er soll erfahren, was geschehen ist. Ja, das soll er wohl erfahren. Boah, das sieht cool aus. Wenn nicht diese bescheuerten Schatten wären, dann wäre das richtig cool. Unvollendeter Stab. Haben genommen, ne? Ja. Gut. Können wir von hier aus... Ach so. Okay. Das sollte ja eigentlich ganz easy peasy funktionieren. Dann
Eiern wir einfach hier rüber. Und dann sind wir ja schon fast da. Warum ist es hier immer und überall neblig? Na, kann ich nicht irgendwie das scheiß Wetter ändern? Ich kann es nicht ändern. Sieht schon so ein bisschen kacke aus, ne? Oh Mann. Aber ich will hier echt nichts riskieren, dass es am Ende nicht mehr funktioniert und das Savegame weg ist. Dann beiße ich mir, glaube ich, so in den Hintern. Das glaubt ihr gar nicht. Wir können natürlich mal Folgendes machen. Wir könnten mal runter zu unserer Hütte, könnten da eine Runde pennen, bis es Tag wird. Und dann, na, obwohl. Ist ja eigentlich auch egal. So, Romulus, Populus, Philippus. Wo bist du? Hallo. Hi. Hier wohnt er, oder was? Mage Quarters. Mein Gott. Da ist er. Warte mal. Oh nee. Wenn ich jetzt hier penne, dann ist er am nächsten Morgen einfach weg und wir. Es tut mir leid, Magisterkollege. Also. Deine Studien, ja, so nenne ich das auch immer. So nenne ich das auch immer. Was? Totenbeschwörer in der Höhle? Hm. Genau, war ein Totenbeschwörer. Heletta und Sarascha sind tot? Das ist unglaublich. Noch nie sind sie so dreist gewesen. Sonst haben sie sich stets fernab von der Gilde in den Schatten versteckt. Warum jetzt nicht mehr? Ich muss mit dem Rat darüber sprechen. Hab Dank für diese Informationen. Kümmert euch nun um euren Stab und versorgt eure Wunden. Der Elmar vom Chironasium kann euch mit dem Stab helfen. Sucht ihn gleich auf. Das klingt so bescheuert. Kümmert euch um euren Stab. Ihr sollt bald einen echten Magierstab erhalten. Ah, nee, bitte nicht. Lass mich in Ruhe mit deinem Stab. Bitte, bitte nicht. Ihr sollt bald einen echten Magierstab erhalten. Hätten wir ja auch nicht einfach hier rübergehen können. Hallo. Oben wahrscheinlich. Ja, toll. Verzauberungsaltar. Altar, Verzauberung. Ich habe mich mit Raminus von. Nun muss ich Dämmer in der Geheimuniversität finden. Ich kann schon kaum noch lesen. Hallo? Ja, hi. Warum darf ich hier oben nicht rein? Was versucht man hier, vor mir zu verbergen? Hauptsache schlafen kann ich, ne? Das ist wichtig. Gut. Hier, Meister, stopp. Willkommen im Chironasium. Kann ich euch helfen? Ja, es geht um meinen Zauberstab. Ah ja, das ist ein großer Schritt für euch, Freund. Ob ihr es nun wisst oder nicht. Jetzt müsst ihr entscheiden, was für eine Art Stab ihr wollt. Einen, der zu euch und euren Fähigkeiten passt. Sollen wir beginnen? Ja. Das Verzaubern von Stäben kann recht schwierig sein. Nur bestimmte Zauber werden euch wirklich von Nutzen sein. Daher werde ich einige auslassen. Beginnen wir mit der Schule der Magie.
Welche sagt euch am meisten zu? Zerstörung, Illusion oder Mystik? Zerstörung. Sehr gut, ihr habt drei Wahlmöglichkeiten für die Art von Schaden, die ihr anrichten möchtet. Feuer, Eis oder Blitzschaden. Machen wir Feuer. Ihr würdet einen Stab besitzen, der Feuerbälle schleudern kann. Wenn es das ist, was ihr wünscht, dann werde ich sofort an die Arbeit gehen. Falls nicht, können wir von vorne beginnen. Na komm, so etwas möchte ich. Gut, ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Kommt morgen wieder, dann habe ich euren Stab fertig. Gut, dann lege ich mich hier nochmal in dein Bettchen. Vielmehr in das Nachbarbett. Dann rasten wir 24 Stunden. Und dann holen wir uns den schicken Stab. Den richtigen Stab. Ach, schnarch. So, wo ist denn der Meister? Womit habe ich diese Ehre verdient? Da kommt er. Willkommen im Chironasium. Kann ich euch helfen? Ja, was ist mit meinem Stab? Nein, das nicht. Hier. Ja, er ist fertig. Er ist in diesem Schrank dort in der Ecke. Möge er euch gute Dienste leisten. Danke dir, Delma. Auf Wiedersehen. In dem hier? Das ist er. Feuerschaden 80 Punkte an Ziel. Weißt du was? Wir machen den einfach mal auf die 3. Bäm! Oh, hier wachsen Steinpilze. Geil. Oh, das war's schon. Hi. Ah, hier müsste die neueste Errungenschaft der geheimen Universität sein. Dieser bescheidene Kampfmagier heißt euch willkommen. Hi, bescheidener Kampfmagier. Gut, warte mal, machen wir gerade nochmal. So und so. Immerhin 4. Okay, mit diesem Stab müssen wir dann wahrscheinlich zu Romulus Populus zurück. Ihr habt aber geschickt. Willkommen. Und ich würde sagen, mit dem quatschen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.